Monika Jungwirth, die Direktorin der Volksschule Wieselburg. Ich leite diese Schule seit 2008. Wir haben 17 Klassen mit rund 300 Schüler und Schülerinnen. Und aufgrund unserer Größe können wir in unserem Haus sehr viele Schulformen anbieten. Wir haben auf der einen Seite eine eigene Vorschulklasse, um die Kinder gut auf die Volksschule vorzubereiten. Wir haben die Vormittagsklassen mit einer flexiblen schulischen Nachmittagsbetreuung, bewusst gewählte Mehrstufenklassen. Da sitzen Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse gemeinsam in einem Raum. Sie lernen gemeinsam miteinander und voneinander. Es sind in dieser Klasse zum Teil drei Lehrerinnen und sie haben auch drei Räumlichkeiten zur Verfügung. Diese Räumlichkeiten sind Mathematik, Deutsch, Sachunterricht mit den Materialien ausgestattet, die die Kinder brauchen. In den Vormittagsklassen werden die Kinder am Vormittag unterrichtet, aber sie haben auch die Möglichkeit, ihre Kinder am Nachmittag in die schulische Nachmittagsbetreuung zu geben, die wir sehr flexibel gestalten, entweder bis um 12:30, 13:30 oder sie können auch bis um 16:30 oder 16:45 hier sein, um hier Hausübungen zu machen und gemeinsam auch mit einer Lehrerin zu lernen. Die ganztägige Schulform ist bei uns eine Besonderheit. Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder von 7:45 bis 16 Uhr bei uns an der Schule zu lassen. Der Unterricht ist angepasst an den Bio- und Lernrhythmus der Kinder, wo eben Lerneinheiten und Freizeiteinheiten miteinander abwechseln. Der Vorteil dieser Schulform ist für mich eine Entschleunigung des Unterrichts. Die Kinder haben alles, was sie brauchen. Sie haben soziale Kontakte, sie haben ihre Freunde da, sie können miteinander spielen, sie können sich bewegen und sie lernen miteinander. Und die Kinder gehen nach Hause und haben für die Schule grundsätzlich nichts mehr zu erledigen. Es gibt keine Hausübungen in dieser Schulform. Die digitale Bildung hat auch in der Volksschule Einzug gehalten. Wir unterrichten mit Tablets, wir haben Fernseher in allen Klassen und wir haben auch das eine oder andere Smartboard, das wir für den Unterricht verwenden. Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern auch eine Menge unverbindlicher Übungen an. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, in der Bläserklasse zu spielen, wo wir in Kooperation mit der Musikschule den Kindern ermöglichen, ein Blasinstrument zu lernen. Dieser Unterricht findet während unseres Unterrichts statt. Es ist nur eine zusätzliche Übungsstunde für die Kinder. Die Kinder lernen ja sehr schnell, sehr rasch in einer großen Gruppe gemeinsam zu spielen. Wer gerne singt, kann im Schulchor mitmachen. Gleichzeitig daneben haben wir auch Theaterspielen am Programm. Wir werden auch immer wieder Musicals produzieren und spielen. Eine weitere unverbindliche Übung ist im Schwerpunkt Sprachen. Wir bieten Französisch an in der dritten Klasse und in der vierten Klasse haben wir Englisch Plus. Und wir haben auch ein Fach, das heißt Interessens- und Begabungsförderung. Das ist auch während des Unterrichts derzeit eher für die dritten und vierten Klassen, wo Kinder eben die Möglichkeit haben, zu experimentieren oder andere Entdeckungen zu starten. Ich hoffe, Sie konnten einen Einblick in unsere Vielfalt erhalten. Diese Vielfalt ist natürlich nur möglich, weil es ein ausgezeichnetes, engagiertes Team gibt an dieser Schule, die alle zusammenhelfen, wo jeder seinen Beitrag an seinem Ort leistet und es immer wieder neue Ideen und Dinge gibt, die wir einarbeiten und einbringen. Eine helle Schule für bunte Köpfe.